So Leute, herzlich willkommen zur 29. Episode Road to Dark Matter. Die Tundra ist heute auf jeden Fall dran und das ist auch gleichzeitig die letzte Waffe, die wir auf jeden Fall brauchen, um Dark Matter Ultra freischalten zu können. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Weg bis hierhin. Dank für euren Support, danke an all die neuen Zuschauer, die auf diesen Kanal gestoßen sind wegen dieser Serie. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der 29. Episode Road to Dark Matter. Oh mein Gott. Abschusskette, oder? Wie viele waren da gerade eben noch? Meine. Ich muss mehr auf den Swap achten, Bro. Wirklich. Ich muss die Schüsse, glaube ich, mal ein bisschen runterzählen. Oh, Triple Colette. Quartett? Ich habe ein Quartett gemacht. Boah, ich kann es gerade echt nicht glauben. Komm, jetzt zeig mir den Quartett, Bro. Zeig mir den Quartett. Nein, 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 nein. Ich wünsche dir. Ja, egal, jetzt ist eh eine Konterdrohne oben. Don't jinx es. Ich habe so hart gejinxt. Nee, Freunde, ich werde auf jeden Fall meine Sniper Nuke erspielen, aber nicht heute. Oh, ich habe einen Getomahawk. Was war das denn? Ich habe den so random geworfen, Bro. So ein geiles Gefühl, Mann, wirklich. Ah, guck mal wieder den Hardpoint-Stand an. Junge, die Gegner, die machen aber auch wirklich komplett ernst. Nein, oh mein Gott. Ich hätte auf Headshot-Feed gehen sollen, Bro. Das war einfach Headshot-Colette. Umso mehr ich diese Sniper hier zocke, umso mehr bockt die. Oh mein Gott, die spawnen da immer noch. Ich muss da jetzt rein, Junge. Ich muss da jetzt einmal reindrücken. Teammate holt alles mit seiner dreckigen VTOL-Einheit. Wirklich, Bro. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn überhaupt eine neue Streak kommt, dann vermutlich mit Season. Und nicht jetzt einfach so auf random. Okay, eins war blutrünstig. Das ist jetzt wichtig, dass wir das irgendwie safe spielen. Durch diesen Typen aus Saudi-Arabien habe ich wirklich Hoffnung bekommen, dass es mal irgendwann ein Deutscher schaffen wird, in Face zu joinen, wirklich. Das war geil, aber ich habe gemisst am Ende. Aber geile Blutrünstig-Medaille. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Leute, aber ein Junge aus Saudi-Arabien hat es in Face geschafft. Er wurde einfach als zweites recruited und was ich halt gesehen habe, ist, der Junge hat 300.000 Subs. Man muss halt einfach nur einer der größten Content-Creator Deutschlands sein, in seiner Szene, so, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Und wenn wir das schaffen sollten, ist das auf jeden Fall realistisch. Ich habe gedacht, die würden niemanden nehmen, der aus einem anderen Land kommt, aber der Junge macht nur arabischen Content. Deswegen, ich bin so happy für den, Alter, und der sieht auch so sympathisch aus, man, nicht mehr normal. Ist zwar nicht so stark wie sonst immer, aber... macht trotzdem sehr viel Spaß. Nein! Der Gegner wird mir vor den Augen weggesnackt, Bro. Wie viel Pech muss man haben, Mann? Da ist meine clean blutrünstig, Leute. Schade, Mann. Das hätte Abschusskettenpotenzial gehabt, wirklich. Wenn ich da ein bisschen schneller gewesen wäre nach dem dritten Kill noch. Er hat den Tommy gefressen.
Das sind schon Weitschüsse mit der Tundra. Das ist ja unnormal, Junge. Wie können das denn schon Weitschüsse sein? Voll komisch. Er piekt nicht. Artillerie, okay, ich bin im Arsch. Okay. Oh, nein. Ich hab nicht richtig hingeguckt, Digga. Ich bin so ein Affe, ne? Und es kommt keiner. Perfekt. Aber Tundra ist halt einfach nur ein geiles Gerät, ne? Es macht so Spaß, mit dem Teil zu zocken. Komm, jetzt lass einmal ganz kurz den Harpy ausnutzen. Schwierig. No misses, Digga. Digga, finde ich hier gerade etwa eine neue Lieblingszeit zum Zocken raus, oder wie? Der Geist ist krank. Ich hätte echt nie damit gerechnet, dass ich um die Uhrzeit so schnell eine Lobby finden kann, die ich auch ohne Probleme zocken kann, Junge. Du musst halt jeden Shot immer predikten, also immer reinnehmen schon vorher, oder sonst geht hier gar nichts, Alter. Außer der Gegner chockt halt komplett. Oh, der Noscope hat noch gehittet, Alter. Das ist schon echt eine Umgewöhnung, aber ich find's nice. Also es ist komisch, so langsam rein zu aimen. Aber es ist auch echt sehr, sehr satisfying, gerade wegen dem Schalldämpfer. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich mal mit Pelli mit Schalli hitte. Das war dumm. Da hätte ich Big hitten können, Alter. Die sind ja gerade alle gespawnt, Junge. Das ist hier doch ein Durchgang. Okay, jetzt checke ich. Ich laufe mal außen rum. Versuche die da wegzuslamen. Guck mal, das sind halt so Hitmarker, die verstehe ich auch mit der Waffe nicht. Aber ich wundere mich ja gar nicht, ne? Paddington und Tundra haben einfach denselben Schaden in Cold War Multiplayer. Was liegt der da so? Ich kenne die Spawns hier noch nicht so gut. Die sind ja schon komplett next. Oh mein Gott, imagine, Alter. Der ging sogar schon so in die richtige Richtung. Wahrscheinlich hat dieser Noscope gerade eben nicht gehittet, oder? Kann man sich nicht ausdenken, Bro. Warum funktioniert mein Harp nicht? Da war gerade ein Typ vor mir und er wurde mir nicht auf dem Radar angezeigt. Mich immer wieder dasselbe. Das Game ist so ätzend manchmal zu mir. Damit werde ich auf jeden Fall besser, aber ich habe irgendwie Bock, jetzt ein bisschen mit Schalldämpfer zu snipen. Es hat einfach Style, Leute, ich sag euch so, wie es ist. Beziehungsweise mit der Sensi eher nicht so. Okay, das war geil irgendwie.
bin so ein schlechter Mensch, Bro. Ich hätte da so hart hitten können, Bro. Das war so schlecht von mir gerade eben. Oh Mann. Oh Mann, einer war noch auf der... Was? Nein. Bro, das kann jetzt gerade eben nicht wahr sein. Warum war der letzte Schuss gerade eben nicht drauf? Kann nicht sein, ich bin so oft drauf, ne, wirklich. Hm. Zu viel gemisst, Alter. Hm. Das war ein nicer Colette. Oh shit, ich war gerade voll in meinem Film, Mann. Oh mein Gott, imagine. Das ist wirklich frech, wie gut diese Sniper wirklich ohne Laser hitten kann. Kommt die Jungs? Na, war doch stabil, Mann. Junge, man braucht echt einfach gar keinen Laser dafür, ne? Ist nicht gerade so mein Favorite. Bro, wie gut sitzen denn die No-Scopes ohne Laser? Ich fass es nicht, Mann. So einen Tomahawk hitten, indem ich den irgendwo so richtig so schräg so abschallen lasse. Das habe ich noch nicht geschafft. Also mit so einem richtigen 90-Grad-Winkel. Nein, jetzt hör doch auf. Das kann doch nicht wahr sein, dass die... Nein! Einfach Vorahnungshaki, Bro. Das war so nice gerade. Wie soll ich damit ganz normal einen Kill holen? Okay. Vielleicht ist es ja doch möglich. Mein Gott, aber es ist echt gewöhnungsbedürftig. Wow. Bro, ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer gedacht, der Way to Go wäre für mich auf Low Sense zu spielen. Aber irgendwie ist High Sense für mich ends nice. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, da ist man so vom Typ her, ne? Weil mein Aim war mit Low Sense nicht besser, finde ich. Bro, was geht ab? Soll ich meine Sense einfach noch höher machen? Sniper-Buffen wäre schon nicht schlecht, Digga. Die sollen mal ein bisschen besser gemacht werden. Und es soll mal bitte keine Dragunov kommen als nächste Sniper. Ey, Leute, wenn das wirklich passiert, Mann, dann ey, das geht ab, Mann. Bin ich schon echt ein bisschen traurig. So ein gutes Game und dann wollen die das mit so einer Dragunov da so verschmutzen. Bro, die wird bestimmt noch mehr Hitmarker geben als die Barrette, Alter. M82 muss man ein bisschen schneller reinscopen, damit man auch mal ein bisschen eine Chance hat, Alter. Das macht gar keinen Sinn, Mann, wirklich. Ey, uns fehlen einfach nur noch 2 Weitschüsse. Einfach noch 2 Weitschüsse bis dem Ultra. Okay, der vorletzte Weitschuss. Ein Weitschuss noch und dann haben wir Dark Matter. Let's go.